Hallo und herzlich willkommen, Silent Hill Teil 7 und Teil 2 für Silent Hill, so rum wollte ich sagen. Ich stehe vor einem Rätsel, das es tatsächlich zu lösen gilt, und ich habe in der letzten Folge ja so ein bisschen gemutmaßt, dass möglicherweise ich hier das Rätsel mit den Münzen schon lösen kann, und es ist tatsächlich so. Ich habe mich ein kleines bisschen weitergebildet, wie ich es versprochen habe in der letzten Folge, und ich bin tatsächlich ein bisschen erstaunt, wie krass diese Rätsel variieren, weil es gibt ja hier in Silent Hill 2 die Möglichkeit, das Rätsellevel einzustellen. Wir spielen auf normal. So, folgende Situation haben wir natürlich. Ich muss hier diese Münzen sortieren. Diese drei Münzen muss ich sortieren, und je nachdem, auf welchem Schwierigkeitslevel ich tatsächlich spiele, ändern sich die Hinweise, die ich kriege. Das ist das, was ich jetzt gerade mal nachgelesen habe. So, ich versuche es jetzt wirklich nochmal. Ich habe die Lösung vor mir liegen, aber sie ist ein bisschen kryptisch geschrieben. Deswegen, ich würde es ganz gerne mal probieren, das hier selber hinzukriegen. Also, drei glänzende Münzen in fünf Löchern kommen zum Liegen. Check. So, da geht's schon los. An dem einen End der Verführer von ihr lauert. Der Verführer von ihr, hatte ich tatsächlich ja auch schon in der letzten Folge, muss eigentlich die Schlange sein. Weil die Schlange ist nach dem, das ist das Alte Testament oder was, Adam und Eva, die Verführerin von Eva. Das heißt, wir wissen, an einem Ende, ganz links oder ganz rechts, muss die Schlange sein. Gibt es also zwei Möglichkeiten. So, jetzt, der Wind hinter der Frau hervorspielt und ihr Haar lässt fliegen. Habe ich ehrlich gesagt nicht so ganz verstanden. Das könnte man als, da muss es leer sein. Also es muss leer sein. Das Fach neben der Frau muss eins leer sein. Die formlose Null, am weitesten liegt von ihr die formlose. Die formlose Null, ich, keine Ahnung, könnte auch leer sein. Liegt am weitesten weg von ihr. Und der Alte nicht neben der Schlange, sondern zur Linken der Gefangenen, wo er zum Liegen kommt. Habe ich hier einen Mauszeiger? Nee. So. Und das ist halt so ein bisschen tricky. Weil für mich würde jetzt natürlich bedeuten, okay, wir haben die Frau, die Schlange muss so weit wie möglich von ihr wegliegen. Wäre jetzt mein Gedanke halt gewesen, okay, also entweder die Frau in der 2 und die Schlange in der 5 und der Alte in der 1. Ist aber nicht so, ist falsch, habe ich ja schon probiert. So, ich möchte euch jetzt mal einfach die Lösung vorlesen, weil ich kriege es, glaube ich, einfach nicht hin. Also, die Lösung normal. Die Hinweise wurden im Lösungsweg bereits entschlüsselt. Können wir nochmal eben ganz kurz gucken. Wo sind wir denn? Wo sind wir denn? Wo sind wir denn? Die Hinweise für die Münzen. Da ist die Safe-Kombination, die wir hier haben. So, das Geheimnis der Münzen. Um den Tisch zu öffnen, benötigen Sie drei Münzen, die Sie im Apartmentkomplex gefunden haben. Haben wir. Stellen Sie James vor den Tisch. Blablabla, haben wir. So. So, wir müssen die nötigen Informationen liefert das Gedicht. So, also, jetzt, ich lese euch mal die Übersetzung vor. Drei glänzende Münzen in fünf. Übersetzung ist natürlich, drei Münzen müssen in die fünf Vertiefungen eingesetzt werden. Dann geht's weiter. An dem einen End der Verführer von ihr lauert, ist die Übersetzung, der Verführer von ihr. Im Alten Testament wird Eva von der Schlange verführt, den verbotenen Apfel zu nehmen. Die Schlange muss also links oder rechts außen platziert werden. Hab ich gewusst. Der Wind hinter der Frau hervorspielt und ihr Haar lässt fliegen. Die Frau auf der Münze Häftling schaut nach links. Hinter ihr, also rechts, befindet sich ein freies Feld. Okay, dann bin ich schon mal gar nicht so falsch gewesen. So, die formlose Null am weitesten liegt von ihr und mich dauert. Am weitesten von ihr, also vom Häftling, ist ein freies Feld. Ah, und der Alte nicht neben der Schlange. Die Münze, alter Mann, gehört nicht neben die Schlange. Er ist zur Linken der Gefangene, wo er zum Linken kommt. Alter Mann, also direkt links neben dem Häftling. So, heißt jetzt immer noch nicht so richtig, was ich machen muss. Also, jetzt weiß ich immerhin, muss also ganz links oder ganz rechts außen platziert werden. Die Frau auf der Münze schaut nach links. Hinter ihr, also rechts, befindet sich ein freies Feld. Rechts ist ein freies Feld und der Mann kommt nach links.
also probier noch mal was. Die Frau. Also, wir legen jetzt mal sie hier. Lege ich jetzt mal. Da muss eins frei sein. Und er chillt nicht neben der. Aber warte mal, wenn hier eins frei sein muss und die formlose Null am weitesten von ihr weg, muss auch nochmal leer sein. Warte mal, ich probiere es mal so. Okay, so, das bedeutet. Wir wissen, dass er links neben ihr chillt. Dahin. Die Schlange dann, warte mal, am weitesten weg dahin? Nee, kann auch nicht sein. Dann wäre jetzt dahin? Ich check's nicht. Also, ich entferne nochmal alle. Und ich gehe jetzt wirklich nach Lösung, weil ich verstehe es. Ich verstehe es einfach leider nicht. Da bin ich zu doof für. Also, tatsächlich ist die Lösung folgendes. Häftling, Frau in der Mitte positionieren. Häftling, Frau in der Mitte positionieren. Begründung, dann ist am weitesten von ihr entfernt eine der äußeren Vertiefungen, die leer bleiben muss. So, okay, jetzt haben wir also entweder ganz links oder ganz rechts muss leer bleiben. Dies muss die ganz linke Position sein, da hier die Schlange nicht liegen kann, weil dies dem Hinweis widerspräche, der Alte nicht neben der Schlange sich sonnt. Ach so. So, weil ihr, und das wissen wir ja, der muss ja links neben ihr liegen, rechts muss frei bleiben und dann muss das die Schlange jetzt ganz nach rechts, ja? Ist das so? Das heißt, hierhin. Eieieiei. Entschuldigung, aber das hätte ich nicht hingekriegt. Das hätte ich einfach nicht hingekriegt. Sag ich, wie es ist. Hätte ich nicht hingekriegt. Da bin ich zu doof für. Also, wir haben es aufgemacht. Was ist da drin? Ich habe den Schlüssel zum Haus Lion. Mauszeiger, geh weg. Schlüssel zum Haus Lion. Aber. Das muss in der Nachricht erwähnte Schlüssel, sondern statt, dass er beim Onkel David hätte. Warte mal, aber das ist jetzt hier aber die richtige Wohnung. Okay, whatever. Ich hinterfrage jetzt mal nicht, ich gehe jetzt hier runter und dann gehen wir da unten rein. Oben rein. Ich gehe jetzt hier hoch und dann gehe ich hier rein. So, das hier. Okay, ist auf jeden Fall der richtige. Die Frage, was es hier jetzt gibt. Da ist ein Balkon, das ist schon mal okay. Habe ich hier diesen Schrank. Hier sieht nichts aus, als könnte es nützlich sein. Und hier ging es ja auch noch weiter in die Küche. In der Küche gibt es aber auch mal gar nichts. Okay. Das heißt, wir haben jetzt hier nur den Balkon. Diese Stille. Okay, und wir können von hier aus hier rein. Hier liegt Munition. Hier sieht nichts aus, das könnte ich irgendwie gebrauchen. Auf dem Bett liegt was. Wir speichern gleich ab. Was haben wir jetzt hier? Ich habe den Schlüssel zur Apartmenttreppe. Und was liegt da noch? Hallo? Da liegt doch noch was. Wieso nimmt er das nicht? Okay, also offensichtlich kann ich den Zettel nicht aufnehmen. Okay, na gut, dann nicht. Eieieiei. Also das sind schon, ich würde sagen, happige Rätsel. Dass ich das nicht aufnehmen kann, ist ja merkwürdig. Nee, kann es nicht nehmen. Und
hier im Schrank ist auch weiter nichts. Okay, das heißt, alles, was ich jetzt gerade gemacht habe. Schmetterlinge, okay. Das heißt, jetzt haben wir. Jetzt kommen wir da lang. Wäre jetzt meine Hoffnung. Das heißt, wir gehen jetzt mal hier raus. Gehen hier lang und können. Ich habe den Schlüssel zur Apartmenttreppe benutzt. Hier raus. Okay, kämpfen. James, zwei! Alter, okay. Ich glaube, es bringt gar nichts. Ich kann hier auch nicht runter. Und ich komme hier nicht raus. Okay, schießen bringt, glaube ich, tatsächlich nichts. Ist die Frage, ob wir ihn knüppeln können. Nein. Können wir ihn... Klonk. Nee, okay. Ist da Wasser? Ist Wasser, okay. Können wir ihm keinen Schaden ausrichten? Das ist ja interessant. Okay. Das ist nicht so gut. Apart, ich weiß, wo ich bin. Danke, das ist das Problem. Okay, 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 okay. Jetzt sollte ich mal eben heilen. Bin halt gerade. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt Schaden mache. Im Moment sieht es nämlich so aus, als würde ich keinen Schaden machen. Oh, James! Er macht aber richtig hart Damage bei mir. Okay, ich gehe jetzt mal... Irgendwie, irgendwas muss ich ja machen. Das ist, glaube ich, unverwundbar, ne? Ist das nur ein Zeitding? Oh nein, es scheint so ein Zeitding zu sein. Oh nein. Okay, ist egal, alles gut. Er geht erstmal ins Wasser. Ich höre die Sirenen. Das ist scheiße. Das ist richtig scheiße. Okay. Wir gehen auf jeden Fall mal hinterher, wa? Okay, das war weird. Ich traue, also ich kann mir vorstellen, dass es wirklich ein Zeitding war. Man also nur die Zeit überbrücken muss, was natürlich schlecht ist, weil ein bisschen Munition habe ich verbraucht.
Vielleicht war es aber auch ein... Oh Gott sei Dank. Man muss einfach so viel Damage machen. So, Moment. Wir sind jetzt raus. Aus dem Blue Creek Apartment, würde ich sagen. Okay. Wir haben die Sirenen gehört. Kommen wir nicht durch. Da kommen wir nicht durch. Nicht, dass das geht. Was sagt die Energieanzeige? Das ist alles gut. Nicht, dass das jetzt irgendwie hat sich Knie ausgerenkt sofort tot. Ein sehr komisches Gefühl gerade. Ja. Okay, es ist noch im Bild. Ich dachte gerade. Da sitzt ein kleines Kind. Okay. You! It was you, wasn't it? You're the one who stepped on my hand. So. I don't know. Maybe I did. What's a little girl like you doing here anyway? Huh? Are you blind or something? What's that letter? None of your business. Wow. You didn't love Mary anyway. Wait! How do you know Mary's name? Ja, cool. Ach, das wird doch alles hier wieder was. Ganz normaler Abfall ist zwecklos drin herumzuwühlen. Ich wollte nur mal gerade gucken, aber da ist nichts. Hier geht's weiter, hier geht's hoch. Ich guck mal, wo es hier hingeht. Wo sind wir denn jetzt? Ich möchte erstmal, glaube ich, hochgucken. Ich bin mit dem Grain-Filter immer noch nicht so ganz sicher, ob ich den raus haben möchte oder nicht. So, dann gucken wir nämlich erst nochmal hier hoch. Oder wir gucken auch nicht hier hoch. Warte mal, lag da was? Da liegt doch Munition, das sehe ich doch von hier, wa? Okay, sehr gut. Zwei vor allen Dingen. Zwei Magazine ist gut. Ich bin mir also echt nicht sicher, wie das gelaufen ist. Und mit dem Grain, wie gesagt, da ich... Im Sinne von YouTube wäre ich fast immer noch Fan davon. Können wir nicht hier so irgendwie nachladen? Irgendwie konnte man nachladen. Irgendein Tastendruck. Aber es sieht natürlich alles ein bisschen cleaner aus. Rosewater Park. Da ist also der Park. Das ist also der Park. Mary, bist du hier? Okay, na, gucken wir mal ganz kurz auf die... Achso, das ist also der Park. Da gucken wir uns, glaube ich, erst nochmal um. Die Kamera ist echt manchmal sehr empfindlich. Slippery. Da ist doch noch mehr Munition, was echt nicht gut ist. Echt nicht gut. Ich habe irgendwie das Gefühl, gleich Hunde kommen. Ich weiß nicht, wieso. Da liegt noch ein Gesundheitstrink. Ein Reiter ohne Kopf, okay. Also er guckt auf jeden Fall auch zu Sachen, die liegen. Da kann ich mich zumindest ein bisschen dran orientieren. Was haben wir hier? Kann sich James offensichtlich verstecken. Liegt hier irgendwas? Nee, ne? Nee. Das ist noch mehr Munition. Jetzt bin ich hier einmal oben rumgelaufen. Naja. Also, ich sag mal so. 126, 136 Schuss. Ist schon nicht verkehrt. Lag da was? Nee. Kleiner Dingster-Effekt.
So, von da bin ich gekommen und hier... Da geht's da lang. Da ist sowieso zu. Und da bin ich gerade hoch, ne? Okay, alles klar. Weiß ich Bescheid. Hier geht's also runter. Noch ein Gesundheitsdrink. Oh boy. Kann man da reingucken? Nee. Irgendwas ist hier doch nicht in Ordnung. Dass die Musik weg ist zum Beispiel. Mary? No, you're not. Do I look like your girlfriend? No, my late wife. Killer. I can't believe it. You could be her twin. Your face, your voice, just your hair and clothes are different. My name is Maria. I don't look like a ghost, do I? See? Feel how warm I am? You're really not Mary. I told you. I'm Maria. Das ist ein total anderer Name. Sorry. I was confused. Where are you going? I'm looking for Mary. Have you seen her? Didn't you say she died? Oh yeah, 3 years ago. But I got a letter from her. She says she was waiting in our special place. Na dann. And that's here? Anyway, I haven't seen her. Ich genieße gerade ein bisschen den Nebel. Is this your only special place? Well, there's the hotel too, I guess. The one on the lake? I wonder if it's still there. The Lakeview Hotel? Yeah, it's still there. Guter Name für ein Hotel auch. So, the hotel also, wenn's am Lake liegt. Special place, huh? I'll bet it was. Don't get so mad. I was just joking. Anyway, it's not that way. It's this way. You're coming with me? You were gonna just leave me? No, but... With all these monsters around? No, I just... I'm all alone here. Everyone else is gone. I look like Mary, don't I? You loved her, right? Or maybe... You hated her. Don't be ridiculous. So it's okay? Yeah, fine. Oh boy. Okay, ja, das ist gar nicht weird. Nur ein bisschen, ganz bisschen weird. Jetzt läuft sie also mit mir rum und ich habe den Verdacht, dass ich sie auch beschützen darf, muss, kann. Was ist hier los? Zum Andenken an die 67 Frauen und Männer, die an einer Krankheit starben und im See schlafen. Kann man mit ihr reden? Nee. 67. An einer Krankheit. So, mal gucken. Okay, geht's noch geradeaus ein bisschen weiter. Aber hier gibt es nichts. Okay. Es ist sehr weird. Also auch, also diese Rätselanlagen sind schon wow. Also ich mag Rätsel total gerne. Warte mal, Lake Water. Wir mal ganz kurz, Sekunde. Wo wollen wir denn jetzt überhaupt hin? Lake Water Hotel. Ne, das ist das. Da. Ach so, einmal rum. Okay. Das heißt, wir müssen einmal hier auf die Straße.
von hier gekommen? Ja, sieht gut aus. Oder auch nicht. War ich hier? Sieht alles gleich aus. Neblig und... Nee, komm. Ich sehe es nämlich kommen, dass ich jetzt anfange... Ach komm, wir können aber übrigens nochmal... oh. Habe ich hier gerade mit dem Stock ins Gesicht gehauen? Ja, geil. Das ist ja nicht so gut. Kann ich sie heilen? Nee, wa? Oh, weia. Na, das kann ja lustig werden. Ach, die wird sich schon melden, wenn was ist. Mein Gedanke war nur gerade, natürlich habe ich jetzt das Gefühl, sehr viel Munition zu haben. Ich habe auch relativ viel Munition. Aber ich kann mir vorstellen, dass das hier auch ganz schnell, Gott, wie viel Nebel ist das denn hier? Ganz schnell wieder ändert. So, wir müssen jetzt natürlich nach rechts. Ich will jetzt aber wirklich einmal nach links gucken. Und dann wechseln wir nämlich. Nein, könnten wir auch einfach so rangehen. Weil die machen ja wirklich gerade nicht so viel. Interessiert jetzt einfach nur, habe ich was davon, wenn ich erkunde? So, hier ist nichts und hier komme ich auch nicht weiter. Nicht so dicht hinter mir stehen, wenn ich aushole mit so einem Schläger. Also, solange es wirklich nur einer ist, sind die ganz gut handelbar. Weil ich will eigentlich jetzt gerade nur mal rauskriegen, sollte ich ein bisschen mehr erkunden? Dann bringt mir das einfach nicht mehr. Wie finde ich hier jetzt was? Das will ich jetzt eigentlich gerade nochmal rausfinden zum Ende dieser Folge. Weil eigentlich sollte ich jetzt ja direkt zum Hotel. Nerven da hinten ein bisschen mehr. Aber wenn ich den jetzt hier kriege... Nein. Okay, die greifen auch die tatsächlich direkt an. Das kann ja unterhaltsam werden. Wirklich nochmal gucken, wie weit kann ich jetzt hier gerade... Das ist jetzt ein Experiment. Sicherlich noch keiner gemacht hat. Ich kann hier echt krass, krass weit. Oder? Okay, nee, komm. Ich guck noch einmal da in diese Dings da rein. Kommst du jetzt hinterher? Hier war noch eine Gasse, glaube ich. Oh Gott. Wo kommst du denn jetzt her? Du bist wahrscheinlich aufgestanden gerade, ne? Das ist noch eine andere Art von Druck, die ich hier gerade... Okay, hier ist doch... Guck mal, hier ist doch zum Beispiel was. Jetzt bin ich aber in einer blöden Situation, weil ich jetzt schon das Verlangen habe, mir erst alles andere hier anzugucken. Und dann weiterzugehen. Aber so mache ich mir immer meine Open-World-Dinger kaputt. Weil ich dann viel zu sehr mich in dieser Open-World in Anführungszeichen... Okay.
komm schon. Hängt so ein bisschen ab. Nicht so dicht hinter mir stehen, wenn ich aushole, bitte. Danke. Das ist krass. Also ich sehe fast nichts. Und wenn jetzt noch dieser Grain an wäre... Zwei von denen, nee, komm. Wisst ihr was, Mary? Wir gehen jetzt doch zurück in Richtung Hotel. Ehrlich gesagt ist mir das ein bisschen zu unsicher hier. Und die Folge neigt sich auch dem Ende entgegen. Es ist ganz interessant, weil ich schon so ein bisschen ein komisches Gefühl habe. Also weil die Rätsel waren jetzt in dem Hotel so ein bisschen so, hier rein? Jetzt rein. Also, ich sag mal merkwürdig. Die waren so ein bisschen... Was liegt da? War hier was? Da können wir speichern. Perfekt, weil dann machen wir das genau hier. Ah, Speichervorgang läuft. Dann wissen wir, was wir das nächste Mal tun. Ich wollte sagen, die Rätsel, die waren merkwürdig. Also die waren... Schon cool, dass es die so gibt, aber die sind mir ehrlich gesagt so ein bisschen zu hart. Also die Sache mit dem Müllschlucker, dass ich da zum Beispiel das Sixpack draufschmeißen musste, Sixpack-Saft vor allen Dingen, finde ich merkwürdig. Dass es, da hätte ich vielleicht was genommen, was weniger beliebig wirkt. Also Steine zum Beispiel, irgendwas Schweres. Oder, und das hatte ich in der Komplettlösung auch gelesen, dass man dann halt eben auf leicht simplere Hinweise kriegt, beziehungsweise dass schon bei Beschreibung deutlich ist, okay, hier müsste man irgendwas Schweres draufschmeißen. Und das, also das ist wohl der Hinweis, den man bekommt, wenn man das Spiel auf leichten Rätsel spielt. Und das ist, glaube ich, was, wo ich so denke, ey, das ist cool. Das wäre eigentlich auch das, was ich eher wollen würde. Ich habe nur Angst, dass da andere Rätsel zu leicht werden. Ich bin mir noch nicht sicher, wie ich das mache. Ich bin mir auch immer noch mit dem Grain nicht so richtig sicher. Den können wir noch mal ganz kurz mal einmal noch mal eben umstellen, dass wir einmal noch mal sehen, wie das jetzt eben hier mit dem Störeffekt aussieht. Es sieht schon noch mal deutlich anders aus, ne? Man sieht auch noch mal deutlich weniger. Also es macht die Atmosphäre schon besser. Gut, okay. Ich glaube, damit ist das Experiment erstmal durch. Ich glaube, ich würde mit diesem Störeffekt weiterspielen wollen. Auch wenn es bei YouTube, glaube ich, schlechter aussieht. Aber das ist schon noch mal atmosphärisch wirklich was anderes. Man guckt euch das an. Man sieht so viel weniger. Das ist schon heftig. Ja, ich glaube, so würde ich es auch weitermachen. Aber wie gesagt, schreibt mir gerne eure Meinung dazu, auch wenn es vielleicht dann schon zu spät ist. In diesem Sinne, erstmal herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich wieder. Und es bleibt spannend und ich sage mal auf jeden Fall einzigartig. Das möchte ich auf jeden Fall sagen. Das ist schon was sehr Eigenes, was sehr, sehr Spannendes. Das finde ich sehr, sehr gut in diesem Sinne. Macht's gut. Tschö, tschö.